bin Umberto Sachse. Und der letzte Video ging es um das Gute-Mann-Böser-Mann-Spiel. Ja, das kennt man ja aus dem Fernseher. Oder? Der eine spielt der Gute, der andere spielt der Böse. Und das passiert auch oft bei Verhandlungen oder wenn es darum geht, bei einem Preise durchzusetzen. Zum Beispiel der andere sagt, schauen Sie, die Geschäftsleitung hat gesagt, dass das der Minimalpreis ist oder dass der Maximalpreis ist. Also das heißt, es gibt, die verstecken sich hinter einer anderen Person. Und wir haben das durchgenommen und manchmal kommt man mit der Methodik, wo ich euch das letzte Mal gesagt habe, trotzdem nicht weiter. Das heißt, es bleibt im Prinzip immer noch der Einwand im Raum, in dem Sinne, sie müssen da runter im Preis von 118.000 zum Beispiel auf 99.000. Ja, und dann ist eine ganz gute Möglichkeit, dass man einfach mal fragt, okay, ja, was müsste Ihnen das Ganze bringen, damit Sie bereit wären, diese 118 zu investieren? Ja. Einfach mal so eine Frage, also das heißt nicht, warum machen Sie es nicht? Das ist das Warum negativ, das ist das Warum positiv. Was muss es Ihnen bringen oder was wären Gründe? Ja, ja. Oder was müssten Sie für Vorteile haben oder was müssten Sie für Nutzen haben, dass Sie bereit wären, diese Investition zu tätigen? Die häufigste Antwort, die in so einem Fall kommt, wo da ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Fronten schon gegeben sind, es gibt keine. Okay, schaust du ihn wieder an und ganz wichtig, dass du ruhig bist. Du musst wirklich ruhig sein. Du musst langsam reden. Du musst ihm in die Augen schauen. Ja. Und wenn er sagt, es gibt nichts. Und wenn es was gäbe. Ich habe ihm ja gesagt, es gibt nichts. Ja. Und jetzt lohnt sich mal so ein bisschen den Satz zu reden. Schauen Sie, egal was Sie jetzt sagen, das ist, es ist nicht verbindlich. Es interessiert mich einfach. Es geht nur darum, ja. Angenommen, Sie würden es nehmen, ja. Ja. Was wäre Ihnen wichtig, respektive was müsste es Ihnen bringen? Ja. Das heißt also, du bringst ihn dazu, an etwas zu denken, wo er gar nicht möchte. Und jetzt passiert etwas Hochinteressantes. Ich habe darauf geschaut, um zu schauen, wie viel Zeit ich noch habe, bis ich da in der Bergstation ankomme. Ja. In dem Moment, wo er die erste Antwort gibt, in dem Moment, wo er die erste Antwort gibt, ist das Eis gebrochen. Das heißt, alles, was Wirklichkeit wird, ist immer zuerst gedacht. Wenn er sagt, ja, es müsste dann wirklich in der Einführung zum Beispiel meine Mitarbeiter so instruiert werden, dass sie gleich ab Beginn das ganze Potenzial nutzen. Aha, ja, ja. Und warum ist Ihnen dieser Punkt so wichtig? Wissen Sie, in der Vergangenheit haben wir, merkst du. Und jetzt redet man plötzlich über andere Dinge, die ihm noch wichtig sind. Dann kann man sagen, okay, das garantiere ich Ihnen, ja. Wann dürfen wir liefern? Und jetzt kann man vielleicht denken, das geht nicht so schnell. Ich habe zu oft in der Verkaufskybernetik erlebt und der Methodik, die ich entwickelt habe, ja, dass es eben trotzdem geht. Und vor allem die anderen, alle anderen machen es nicht so. Und merk dir auch etwas, wenn du es ganz anders machst als alle anderen, nur schon darum spielst du das Spiel anders. Und schlussendlich verkaufen, wenn es dir Spaß macht. Es ist wie so ein bisschen manchmal auch ein Spiel. Und auch wenn du nicht immer verkaufen kannst, du kannst immer etwas lernen. Und so ist die Verkaufskybernetik entstanden, indem man halt einfach immer wieder einen Weg gesucht hat, bis es trotzdem geht, dass man nicht gleich aufgibt. Ja, weil auch wenn ich mal nicht verkaufe, dafür etwas gelernt habe, damit es das nächste Mal geht. Und dann übernächste Mal, wieder. Das ist so viel wert und ich möchte dich inspirieren, mutiger zu sein, mehr Freude an diesem Thema zu haben. Und übrigens, wenn du stark Freude hast, ja, wir machen gratis Coachings, die gehen eine halbe bis eine Stunde unter gewissen Voraussetzungen. Wie du dich dafür anmelden kannst, findest du unten. In dem Sinn viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß im Leben, viel Spaß im Besserwerden. Dein Umberto Sachse.